Und wir machen direkt gleich weiter. Spiel 11 heißt so. Hufeisen werfen. Und das bauen wir jetzt auf. Und zwischendurch sprechen wir einmal kurz mit unserem Schiedsrichter. Das ist Robert Walgart. Und er ist der Vorstand oder im Vorstand der NRW Pitcher. Robert, guten Abend, Peter und Stefan. Robert, erzähl doch mal ganz kurz, wo ist Hufeisenwerfen entstanden? In den Staaten, in Amerika. Und das ist praktisch der Freizeitsport gewesen oder Freizeitvergnügen der alten Cowboys gewesen. Aber es gibt ja mittlerweile auch richtige Anlagen. Und das ist mittlerweile jetzt seit den Jahrzehnten zum richtigen Sport geworden. Und in den Staaten der Volkssport Nummer 1, fast noch vor, also wollen wir 2 und 3 sagen. Und doch sehr populär und mit großen Meisterschaften. Wie bist du dazu gekommen? Und mein Vetter hat das aus den Staaten damals geholt. Und seit 20 Jahren spielen wir das hier in Deutschland. Und da haben sich so die Vereine so ein bisschen gegründet. In Hessen hat sich ein Verein gegründet, hier wie NRW Pitchers. Also du bist bei den NRW Pitchers. Ja. Gibt es denn auch, keine Ahnung, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften? Alles nur Freundschaftsspiele, kleine Turniere zwischen... Wir haben jetzt einen Nordcup zwischen Thüringen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und spielen nach den originalen NHPE-Regeln des Dachverbandes von den Staaten. Okay, wir spielen heute nach den Schlag den Raab-Regeln, Hufeisen werfen. Eine Frage, wird da auch gesoffen? Nein. Ja. Okay, das ist eine Sportart für mich. Getrunken und gewonnen. Deswegen heißt es ja auch NRW Pitchers. Es ist ein gemütlicher Sport. Ja, ist ein gemütlicher Sport mit einem Bierchen dabei, okay, kann man so sagen. Der Bierpitcher oder? Und der... Er hat nichts mit dem Bierpitcher zu tun. Indoor, ja, das sagst du jetzt. Indoor oder Outdoor? Outdoor. Okay. Kann man auch Indoor spielen. Kann man auch Indoor spielen, wie wir hier gerade sehen. Oh, genau. Das ist ganz schön weit. Wir haben es aufgebaut. Kommt bitte mit hier vorne hin und wir erklären die Regeln. Hier sind die Hufeisen einmal in Blau für Stefan, in Rot für Peter. Handtücher zwischendurch, um eure Hände sauber zu machen. Pro Durchgang wirft jeder von euch 2 Hufeisen und zwar dort drüben auf den Pit. Pit und die Stange heißt? Pin. Pin. Oder Stock, wie Sie wollen. Oder Stange. Oder Stange. Punkten tut man folgendermaßen. Wie? Also, man wirft das Eisen, wenn das Eisen um die Stange kommt und eine Verbindung zwischen den beiden äußeren Punkten hergestellt werden kann, ohne den Pin zu treffen. Ah, okay. Dann ist es ein Ringer. Und ein Ringer gibt 3 Punkte Punkt. Bei uns? Das ist kein Ringer mehr, okay. Weil ich da treffe, ja? Das ist ein Ringer, du zitterst, das ist hast kein du schon Ringer Bier mehr. Und ein Ringer ist, und wenn es kein Ringer ist, dann ist es gar nichts, oder was? Pass auf, ein Ringer sind 3 Punkte. Ja. Und da zusätzlich kann man dann noch das Eisen an die Stange lehnen. Ja. Oder nah an die Stange werfen und der Nächste, der dran ist, kriegt den Punkt. Ah, okay, es gibt also immer Punkte, der Nächste, der dran ist. Genau, also um das nochmal kurz zu machen, ihr habt 2 Würfe, entweder trefft ihr den Pin oder die Stange, dann gibt es 3 Punkte und danach messen wir dann aus. Genau, und danach messen wir aus. Wenn es so ist, gibt es mit der Hilfe von Robert schauen wir, welches Hufeisen nah dran liegt. Das ist ein Punkt. Ja, das ist ein Punkt. Okay, er wird ja wissen. Robert wird sicherlich wissen. Man muss dazu sagen, wenn man jetzt, also der Kasten zählt hier noch mit. Okay. Also man muss nicht in den Kasten werfen, der Kasten zählt hier noch mit zur Fläche. Der Holzrahmen. Okay. Also wenn ich jetzt außerhalb des Holzrahmens liege, was ich dann... Das ist ein Fauleisen. Wenn du jetzt außerhalb des Holzrahmens liegst und der da reinfällt, das Eisen, und zufällig ein anderes Eisen berührt und das in die Punkte schmeißt oder so, dann wird das Fauleisen rausgenommen und die Punkte bleiben bestehen. Um das ganz wenig kompliziert zu machen, ihr werft einfach eure 2 Hufeisen auf die Stange. Wenn ihr trefft, 3 Punkte und dann sagen wir euch, welche anderen Hufeisen eventuell noch Punkte bringen. Es geht danach, wer nach 6 Durchgängen mehr Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Okay. Ihr werft nicht abwechselnd, sondern immer 2 und 2. Die Münze entscheidet, okay. Du hast eine, wer von euch beiden anfängt. Wirf sie bitte einmal, Robert. 6 mal 2. Rot startet, das ist in diesem Fall Peter. Ab da wird euch dann immer Robert sagen, wer nach dem Durchgang weitermacht. Also Peter startet, das ist Spiel 11. Heißt Hufeisen werfen und es geht logischerweise um 11 Punkte. Nicht übertreten. Nicht berühren oder nicht
drüber treten. Nicht drüber treten. Das ist übergetreten. Das ist berührt und okay. Okay. Das ist super. Okay. Also, auf geht's. Hufeisen werfen. Peter macht den Anfang. Das ist ein Fauleisen. Nein, nicht du, Stefan, sondern so. Zwei Hufeisen hintereinander. Robert, du hilfst mir da auch. Ja. Für ein Fauleisen krieg ich dann einen Punkt? Nein. Raab kann es einfach nicht lassen. Hört sich, da musst du mal fragen. Ja. So, jetzt zunächst mal da in die Kiste kommen. Das wäre ein erstes Ziel, aber der geht drüber. Das heißt, Stefan, du bist dran. Gute zwei Gelegenheit im ersten Würfen. Durchgang jetzt für Stefan Raab. Kannst das Handtuch gerne nehmen? Also beide mit der Flipschuh-Bewegung, so nennt man diese Wurfart. Der ist verhungert. Wenn ich jetzt näher dran bin mit meinem Fauleisen, ist ja da noch ein Punkt für mich? Fauleisen sind Fauleisen und geben keine Punkte. Wir haben übrigens hier die Entfernung für Damen und über 70-Jährige gewählt. 8,23 Meter. Wow. Keine Punkte nach Open dem ersten Pit. Durchgang. Gut, also Open das brauchen wir gar nicht messen, Punkte. Robert. Aber ihr könnt eure Hufeisen wir gerne die holen. Hufeisen mit hinbringen. Oder danke. Felix macht das. Wer fängt an? Jetzt fängt der an, der zuletzt geworfen hat. Also Stefan fängt an, weil es so ein Open Pit war. Also 0 Punkte nach dem ersten Durchgang und noch nicht mal ein Treffer. Ja. Also erstmal an die Kiste rantasten. Zweiter Durchgang, Raab, beginnt. Ja, ja. Schön. Ja. Das heißt jetzt erstmal noch gar nichts. Das heißt nur, er könnte mit diesem Eisen einen Punkt machen. Wir sind aber hier noch im Konjunktiv unterwegs. Mit dem auch. Es sind Stefan, aber bitte, Stefan. Jeweils keine Ringer. Das kann ich von hier oben schon mal durchgeben, keine Peter, Ringer. Bitte die Möglichkeit, da entspannt zu werfen und dann gucken wir gleich muss gemeinsam nach. Und jetzt ist entscheidend, wenn Peter mit einem seiner beiden Eisen näher an die Stange kommt, dann kriegt er zumindest einen Punkt. Und ich keinen, oder? Er ist zu kurz. Er muss jetzt, um diesen Durchgang zu gewinnen, um hier zu punkten, näher an die Stange als Raab. Wir gucken ganz kurz mal, Robert. Also, ein die beiden Hufeisen von Peter liegen draußen und ja, die lagen drin. Also wenn er jetzt mit einem nur näher dran gewesen wäre, hätte er dann den Punkt gewonnen. Ja. Obwohl zählt er immer, nur mit einem. Ja, okay. Zählt immer nur eine Partei. Okay. Ein Werfer. So, Robert, du sagst kurz mal, wer jetzt einen Punkt gemacht hat und wie viele? Zwei für Stefan. Ne? Zwei für Stefan nach diesem zweiten Durchgang. Und hätte er jetzt seinen einen näher rangeworfen, hätte er wie viele Punkte gemacht? Hätte er einen Punkt gemacht. Okay. Und deine wären weg. Es okay. Zählt immer nur, der näher dran okay, ist. Alles und klar. Und also immer nur beide Hufeisen von Stefan lagen näher ja an dem Pin der Stange als die beiden von Peter. Deshalb zwei Punkte für dich. Okay. Macht's doch einfach. Erklärt Stefan so. Wer ist wie beim Curling. Ist, das ist wie beim so? Curling. Ja, ist richtig. Nein, ist richtig so. Immer der die Punkte gemacht hat, der beginnt, damit der andere nachziehen kann. Also momentan nach dem zweiten Durchgang 2-0 für Stefan. Der ist kurz und jetzt wird es Zeit, wieder einen in die Kiste zu platzieren, um da eine gute Ausgangsposition zu haben, um Peter unter Druck zu setzen. Yes! Der ist drin. Aber noch einmal, noch einmal. Kommt Peter jetzt mit einem Eisen näher an die Stange, macht er einen Punkt. Kommt er mit beiden Eisen näher ran, macht er zwei Punkte. Du hast noch einen Wurf und immer noch die Chance auf Punkte, Peter.
mit etwas zu viel Schwung war der. Yep. So, der ist dichter ran und der Punkt geht an Peter. Ja, ganz klar. Ja. Also das ist eindeutig. Und da hat er fast noch ein bisschen Pech, Robert, denn wenn sich das Ding noch einmal ein dreht, kann er sogar einen Ringer schaffen. Ein Punkt für Peter. Ein Punkt für Peter. Dein Hufeisen ist näher als das zweite von Peter, sonst hättest du zwei Punkte machen können. Ne? Die kurz ab. Super. Also knappe Angelegenheit nach den ersten drei Durchgängen. Raab knapp 2-1 vorne. Aber gegen Peter. Jetzt ist es andersrum. Stefan, du startest nicht, sondern Peter, weil Peter eben die Punkte gemacht hat. 2-1 für Stefan. So, hat er jetzt den Rhythmus, den richtigen Schwung gefunden. Der war sehr gut gerade. Er ist zumindest in der Kiste. Einer dichter ran an der Stange, das würde helfen. Sehen wir hier heute Abend noch einen Ringer? Ja, beide in der Kiste, aber ohne dass ich hier in die Suppe spucken will, das ist immer noch eine gute Gelegenheit für Raab zu punkten, denn die sind doch beide sehr weit nach hinten geflogen und Raab mit zwei Chancen jetzt dichter an die Stange ranzukommen. Er führt 2-1. Der ist schon dichter dran, glaube ich. Der ist näher dran. Stefan, aber du hast noch einen zweiten Wurf. Ah, dann darf ich trotzdem noch einen werfen? Ja, du musst einen zweiten werfen. Aber ich hätte ja jetzt schon einen Punkt, ne? Wenn ich den jetzt irgendwo hinwerfen würde, hätte ich schon einen Punkt sicher. Ja, aber du kannst ja immer noch entweder einen Ringer werfen oder einen zweiten Punkt. Es wäre nicht besonders clever, um das mal so zu beschreiben. Also die Chance, noch einen draufzusetzen für Raab. Wir gucken uns das nochmal an. Robert, du sagst bitte nochmal, welcher näher dran ist. Ja. Warte mal, bitte nicht anfassen. Robert ist unser Schiedsrichter, der kennt sich damit aus. Ist klar, Stefan ist näher dran. Also, hier sehen wir das Stefan. Von Stefan, das Blaue ist näher am Pin. Ja. Also, in diesem Fall, ein Punkt für Stefan. Danke dir. Hufeisen mitnehmen. 3-1 nach dem vierten Durchgang. Robert, wie ist das? Gibt es im Profisport viele Ringer? Also ist das? Ja, den Staaten, die haben eine Ringerquote von 90%. Von 11,27 Meter. Also nicht für die über 70-Jährigen. Nee, jetzt wieder an? Nee, du hast einen Punkt. Du hast einen Punkt gemacht. Fängst du an, bitte. Peter, 11,28 Meter. Ja, wie viel Versuch ist das? Das ist jetzt der fünfte Durchgang. Und es steht 3-1, ne? 3-1 momentan für dich. Okay. Ja, 6 Durchgänge gibt es insgesamt. Wer die meisten Punkte danach hat, gewinnt dieses Spiel. Oh, der liegt schon gut. Der liegt schon gut, der ist dicht dran. Der ist schon dicht dran. Noch so ein bisschen eingegraben, das Ding, aber der liegt schon gut. Er rutscht da noch ran. Ja, und da die Reaktion in der Zeitlupe nochmal von Peter. Und der bounce zurück. Zählt. Der bounce zurück. Also hinten gegen das Brett und dann fliegt er daran, fast zu einem Ringer. Unglaubliches Ding. Niemals so gewollt, aber egal. Unglaublich. Oh, und das ist eine schwierige Aufgabe. Da muss schon ein Ringer her jetzt. Das reicht nicht. Jetzt den Ringer, jetzt den Ringer. Da vielleicht ein bisschen Unterstützung hier vom Studiopublikum für Peter. Der kann hier heute 2 Millionen gewinnen. Ja, er hat's mit der gleichen Taktik, Technik oder
mit dem gleichen Glück wie Raab. Es ist kein Ringer, aber es ist der Punkt für Peter. Okay, also Wahnsinn. Der ist definitiv näher dran, aber es ist kein Ringer. Ein Punkt für Peter. Ein Punkt für Peter. Verkürzt auf 3:2, nehmt eure Hufeisen bitte mit. Also es ist noch alles möglich. Der sechste Durchgang fängt jetzt an. Und zwar startet Peter wieder. Richtig. Und rein. Also, es geht nicht um die Wurst jetzt hier beim Hufeisenwerfen. Für dieses Spiel geht es jetzt um den ganzen Grill. 3:2, die Führung von Raab. Peter legt vor. Dicht ran. Na, das mit der Unterstützung hat gerade geholfen. Letzten beiden Würfe für ihn. Raab kann nachlegen. Und der kullert raus. Was erleben wir denn hier alles beim Hufeisenwerfen? Steh auf, Jung, und mach weiter. Peter, ist noch alles drin. Aber er muss jetzt nah ran. Er muss nah ran. Und dann auf ein Scheitern Raab schaffen. Er muss in die Kiste. Er ist in der Kiste, aber reicht das? Bringt Raab auch nur ein Eisen näher an die Stange, gewinnt er Hufeisenwerfen. Er muss nur einen näher an die Stange bringen. Dann hat er es. Er führt 3:2. Das sind die beiden entscheidenden Würfe jetzt. Der ist kurz. Und dramatischer geht's ja nicht beim Hufeisenwerfen. Es kommt auf diesen letzten Wurf an. Ausgleich oder Sieg, Raab? Sieg! Nein! Ausgleich! Ausgleich! Natürlich ist Peter näher dran. Natürlich ist Peter da näher dran. Ganz eindeutig, Peter macht diesen wichtigen Punkt. Zweite Hufeisen. Stefan, ein zweites Hufeisen. Also, wir haben jetzt 6 Durchgänge gespielt. Es steht 3:3. Ab jetzt spielen wir immer einen Entscheidungsdurchgang. So lange, bis einer von euch gewinnt. Schon zwei Würfe. Ja. Jeder 2 Würfe. Also nur ein Durchgang, 2 Würfe. Sollte es danach immer noch unentschieden stehen, geht es direkt weiter. Er kann 2 Millionen heute Abend gewinnen. Wichtig wäre, dass er Hufeisenwerfen für sich entscheidet, Peter, um hier wieder ranzukommen. Der ist schon gar nicht schlecht, der ist schon gar nicht schlecht. In etwa so wie vorhin im letzten Durchgang. Da hat's gereicht. Stefan, kommst du zurück, bitte, damit Peter sich konzentrieren kann. Oder erleben wir hier noch einen Ringer? Letzter Wurf, Peter. Ah, der ist weiter weg. Der ist weiter weg. Den können wir vergessen. Es geht für Raab darum, den näher an der Stange liegenden zu schlagen. Gerade hat er es in ziemlich identischer Position nicht geschafft. Schafft er es jetzt? Gewinnt er Spiel 11, Hufeisen werfen. No! Nein, und jetzt hat er nur noch exakt einen Wurf. Und Satz Peter. Peter gewinnt Hufeisen werfen. Peter für sich entscheiden können, dieses Spiel. Eine Slow-Mo noch, das war der entscheidende Wurf von Stefan. Zu weit übers Ziel hinausgeschossen. Das bedeutet für den Gesamtpunktestand folgendes.
Peter haut auf und verkürzt auf 27 zu 39. Die große Frage ist, ist der Knoten bei Peter geplatzt? Holt er jetzt einmal zum großen Schlag aus und gewinnt eventuell 2 Millionen Euro?